Angst ist nur ein Gefühl, von dem ich mich nicht lenken lasse. Heute begegne ich Dingen, die ich nicht ändern kann, gelassen und geduldig. Ich wähle Glück, Dankbarkeit und Barmherzigkeit. Nach wirklich längerer Zeit greife ich mal wieder zu meiner Vlog-Kamera. Okay, das ist eigentlich gelogen, denn ich bin mit meiner normalen Kamera. Aber ich wollte damit ein bisschen veranschaulichen, dass es heute einen Vlog gibt. Also gerade ist Sonntag, der 24. Mai um 20 Uhr. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und plane meine nächste Woche. Ich plane wirklich sehr gerne am Sonntag meine nächste Woche. Eigentlich aus offensichtlichen Gründen. Und ich kann euch mal kurz sagen, was ich alles so mache. Als erstes schreibe ich meine ganzen Events und Termine ein, die schon feststehen. Dann schreibe ich meine To-Dos auf, also meine wöchentlichen To-Dos. Die schreibe ich in diese coole Spalte hier. Also wie ihr sehen könnt, sieht so mein Layout aus mit den verschiedenen Tagen. Das hier ist mein Register. Könnt nicht dazu. Dann habe ich hier halt so eine Spalte für... Habe ich jetzt so eine Spalte für wöchentlich und da schreibe ich dann meine Ziele auf und meine To-Do-Listen, meine To-Dos und dann trage ich die To-Dos in die jeweiligen Tage ein. Und das Lustige ist, ich wollte gerade meine Videos planen und ich dachte mir so, was kann ich für ein cooles Video drehen, was aber auch ein bisschen Informationen bringt und dachte ich mir so, ich habe schon lange keinen Vlog mehr gemacht und jetzt sitze ich hier und rede mit euch. Guten Tag, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, dir geht es gut. Meine Frage an euch oder an dich ist, wie möchtest du lieber angesprochen werden von YouTubern? Findest du es besser, wenn man so persönlich ist und sagt du? Also wie findest du es? Oder wenn man sagt, wie findet ihr es? Ja, keine Ahnung. Das ist eine Frage, die mich immer beschäftigt. Wie findest du es oder wie findet ihr es besser? Stimmt gerne mal hier oben ab. Es sieht wie folgt aus. Meine Schwester hat morgen Geburtstag, deswegen habe ich schon mal ihren Geburtstag eingetragen. Ansonsten habe ich nicht wirklich Termine. Obwohl, doch, morgen habe ich noch ein Telefonat. Das ist ziemlich wichtig. Es geht nämlich um eine Reise. Seht ihr mich noch? Nein. Es geht nämlich um eine Reise, die eigentlich dieses Jahr hätte stattfinden sollen, aber jetzt nicht funktioniert aufgrund der aktuellen Situation. Deswegen so ein bisschen verschoben werden muss oder abgesagt werden muss, je nachdem. Das müssen wir nochmal ein bisschen besprechen. Deswegen habe ich noch ein Telefonat. Das trage ich mir auch mal schnell ein. Dann trage ich ein, dass am Donnerstag dieses Video hier online kommt. Ich habe für meine Videos so ein Viereck. Ich weiß nicht warum, aber das war so ein Symbol, was ich sehr schön fand. Deswegen kommt da Vlog hin. Und am Sonntag kommt ja mein zweites Video online. Und dann schreibe ich dahin den Namen des Videos. Dürft ihr das schon wissen? Das dürft ihr wissen, okay. Und zwar möchte ich über Time-Tracking reden. Ja, also wie ich quasi meine Zeit tracke und ich kann euch da auch heute vielleicht sogar schon ein bisschen mitnehmen, ich möchte ja nicht so viel spoilern. So, dann werde ich sagen, können wir ja diesen Vlog am Dienstag schneiden, dann filme ich so heute und morgen mit und schneide den Vlog am Dienstag. Das ist sehr gut, dann schreibe ich mir schon mal am Dienstag ein Vlog schneiden. Dann habe ich nämlich noch 2 Tage Zeit und das finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Dann ziemlich lustig, habe ich eine Karte mit Aspekten in meinem Leben und da stehen so alle Sachen drauf, die für mich von Bedeutung sind in meinem Leben. Ich habe da jetzt die folgenden Dinge, ich stelle euch mal wieder hier hin. Ich habe da YouTube, Social Media, Poesie, also Schreiben, Lesen, Koreanisch lernen, BTS, Tanzen, Stepptanz, Joggen, Segeln, Workout, Manifestieren, also so ein bisschen mit Achtsamkeit, und so weiter, also so ein bisschen, wie kann ich das gut formulieren, also halt einfach Achtsamkeit, Law of Attraction, vielleicht kennt ihr das und so weiter, Meditation, Business und Schule, und das sind so meine Aspekte in meinem Leben und ich versuche die dann alle unterzubringen und ja, nichts davon zu vernachlässigen und ich werde es so ein bisschen abarbeiten, also YouTube habe ich jetzt schon, Social Media überlege ich noch, denn ich habe 3 Social Media Kanäle, ich habe meinen persönlichen Account, meinen Podcast Account und meinen Business Account für meine App, die ich momentan produziere und an der ich momentan arbeite, ja, also ich bin so an so einer, an so einem Programm dran, das heißt Vegan as a Teen und es geht darum, dass vegane Teenager ihr Leben ab und zu ziemlich schwer haben und ich das weiß und ich das kenne und ich deswegen diesen Leuten sehr, sehr gerne helfen möchte und deswegen habe ich so ein 14-tägiges Coaching erstellt und beschäftige mich momentan noch ein bisschen damit und versuche das Ende 2020 dann auch zu veröffentlichen und für euch bereitzustellen hier im Internet als Form einer App. Und das versuche ich momentan auch ein bisschen zu vermarkten, um so ein bisschen behind the scenes euch zu geben. Ich versuche momentan diese beiden Accounts, also meinen Podcast und meine App, ein bisschen so zu vermarkten und die auch ein bisschen, ja, öffentlicher zu machen und Aufmerksamkeit auf diese Sachen zu bringen und deswegen poste ich da auch regelmäßig und ich schreibe mir auch die Postings dann ein, dass ich das auch nicht vergesse.
Tipp für euch, falls ihr auch in der Öffentlichkeit steht und eventuell auch Social Media macht, das ist auch ziemlich hilfreich, auch eure Beiträge zu planen. Also für mich ist auch wirklich wichtig, die kleinen Dinge ebenfalls zu planen und nicht nur so große Sachen. Ja, das mache ich halt wirklich sehr, sehr gerne. Und deswegen ist mein Kalender auch teilweise echt voll, wie ihr sehen könnt, weil ich wirklich sehr kleine Dinge auch einschreibe. Tatsächlich mache ich mir oft auch Lesen als To-Do und mache das also jeden Tag hin. Einfach aus dem Grund, dass ich das sonst öfters auch einfach vergesse. Und wenn ich das so als To-Do drauf habe, dann ist es für mich okay zu lesen, dann erinnere ich mich immer dran und dann bin ich auch froh, wenn ich es gemacht habe, da ich sehr, sehr gerne lese. Und das ist auf keinen Fall für mich irgendwas, was ich machen muss und irgendwie ein Zwang. Aber ich mache es halt sehr gerne und deswegen schreibe ich es auch gerne rauf, um mich dann auch gut zu fühlen, wenn ich das mache und dann abhaken kann. Und außerdem, um es nicht zu vergessen und auch einzuplanen, dass ich halt auf jeden Fall Zeit dafür finde. Also als Tipp für mich auch noch, schreibt euch auch so Sachen wie Lesen oder Meditieren oder Schreiben rauf. Also was euch auch Spaß macht und vielleicht auch Kreativität fördert oder braucht, aber damit ihr es trotzdem drauf habt. Ja, das mache ich immer sehr gerne. Dann am Dienstag gehe ich wahrscheinlich segeln zusammen mit meinem Vater. Das schreibe ich dann hier auf. Segeln. Dann möchte ich auf jeden Fall noch Koreanisch lernen. Wann soll ich mir das einplanen? Ich plane es mir eher lieber am Wochenende ein. Also Koreanisch lernen, da es ja auch ja, Lernen halt ist und ich auch meine Gehirnzellen anstrengen muss, sehr doll. Und ich das unter der Woche schon mit der Schule oder aufgrund der Schule machen muss. Deswegen glaube ich, mache ich das bei mir am Samstag. Ich schreibe mir am Samstag ein Koreanisch lernen, ja. Dann schreibe ich mir jetzt jeden Tag ein Lesen. Und ich gucke noch, was ich morgen für Fächer habe und mache mir dann quasi jedes Fach als einzelnes To-Do, damit ich auch jedes Fach so abhaken kann. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich eine sehr, sehr planerische Person. Planerische Person? Aber es ist für mich einfach Self-Care. Okay. Ich glaube, dieser Vlog besteht zur Hälfte nur aus Plan. Ich kann so viel über Plan reden. Also, wow. Vielleicht mache ich auch nur einen Planungsvlog. Und by the way, habe ich hier unten noch eine Spalte für was heute gut war. Und das heute ist so in Klammern, da es sich nicht nur auf den Abend bezieht, dass ich halt abends reflektiere. Ich habe manchmal echt Sprachprobleme, das merkt ihr schon. Ich meine damit, dass immer, wenn etwas Gutes passiert, ich das da aufschreiben kann. Ich eine Sache habe, für die ich sehr dankbar bin, dann schreibe ich das hier unten auf. Und ich habe dazu diesen ganzen unteren Platz hier. Und ich bin gerade sehr glücklich über den Vlog und über die Idee, diesen Vlog zu filmen. Das schreibe ich dahin. Was heute gut war, ich schreibe auf Ideen. Ideen und Umsetzung. Sowas habe ich dann morgen für Stunden. Das muss ich hier erstmal gucken. Ich habe morgen als erstes schon eine Ethik, aber ich habe Ethik schon fertig, also die Aufgaben. Deswegen brauche ich das nicht aufzuschreiben. Dann habe ich Musik, das schreibe ich mir auf. Dann habe ich Mathe, das ist sehr gut. Ja, dann habe ich Deutsch. Das schreibe ich auf. Und dann habe ich noch Geografie. Und ich glaube, ich schreibe mir noch Vlogging ganz oben hin, weil sonst vergesse ich das zu vloggen. Und das wäre nicht cool. Das wäre blöd von mir. Bei meinen wöchentlichen Zielen habe ich jetzt einmal aufgeschrieben, dass ich bei meinem Buch, was ich momentan lese, bis zur Seite 93 kommen möchte. Das sind dann so 50 Seiten oder vielleicht sogar ein bisschen weniger sogar. Also ziemlich wenig, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel gelesen in den letzten Tagen und bin irgendwie gerade ein bisschen so einer Leseflaute, ja. Und dann habe ich noch ein Ziel für YouTube und dann habe ich bei den To-Dos noch zwei Projekte, in denen ich momentan so ein bisschen arbeite. Genau, dass ich da noch weiterkommen möchte und inwiefern weiterkommen möchte, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, und jetzt bin ich soweit eigentlich fertig mit den To-Dos und mit den ganzen Sachen. Und jetzt kommt das Spaßigste. Und zwar sind das meine Farben. Ich habe nämlich ein Farbsystem. Dieses Farbsystem ist sehr gut. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das Video heißt die beste Time-Management-Strategie. Hier oben. Könnt ihr euch angucken. Aber ich habe es auch so ein bisschen geändert und ich habe jetzt auch eine viel coolere Idee noch dazu bekommen. Und ich habe sehr viele Ideen. ja, okay, auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen, diese ganzen Sachen zu markieren, in verschiedene Kategorien einzuordnen. Und so mache ich das. Also let's go. Das hier ist für Schule. Also alle schulischen Sachen werden erstmal pink. Dann habe ich das für Business, also für YouTube, Social Media und andere Projekte. Das mache ich hier Vlog schneiden. Dann habe ich grün für Freunde und soziale Kontakte. Da mache ich erstmal meine Telefonate. Ja, die werden grün. Und am Ende eine sehr tolle Kategorie, gelb. Das bedeutet ich.
Self-Care und ja, was mich angeht. Da mache ich erstmal alle To-Dos, die mit Lesen zu tun haben, weil Lesen mache ich eigentlich, ja, eigentlich nur für mich. Also gerade sieht mein Kalender noch ziemlich leer aus. Ja, jetzt kommen die ganzen Sachen wieder weg. Und ich werde jetzt was essen, weil es ist schon 20 Uhr, ich habe noch nichts gegessen und ich denke, bei uns gibt es bald Abendbrot. Ich habe gerade ein bisschen mit euch geschrieben bei Instagram, also ich schreibe sehr, sehr gerne mit den Leuten, die mir da folgen. Also falls ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ich heiße da Lara Emily Official und ich antworte auf jede Nachricht und ich gehe sehr gerne ein Gespräch mit euch ein und freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen Follower, für jede einzelne Nachricht, die ich bekomme. Also schreibt mir eine Frage, die ihr an mich habt, schreibt mir ein Fakt über euch, schreibt mir irgendwas richtig random, dann weiß ich, kommt von diesem Video. Ja, okay, ich rede zu lang, der Vlog wird zu lang. Oh mein Gott, okay, ciao. Guten Morgen, heute ist ein schöner Tag. Ich habe erstmal alles geknickert, okay. Ups, das war keine Absicht. Es kommt wieder hier oben rauf. Guten Morgen. Also guten Morgen und herzlich willkommen an diesem neuen wunderschönen Tag. Heute ist Montag, der 25.05. Und ich habe gerade schon meine Morgenroutine gemacht. Falls ihr die mal angucken wollt, könnt ihr hier oben gucken. Jetzt sitze ich hier an meinem Tisch und habe mit mir erstmal meinen Kalender. Und werde gleich mal die Aufgaben für heute gucken. Ja. Dann habe ich hier noch mein Traumtagebuch, da ich ja Traumtagebuch schreibe und jeden Morgen, wenn auch nur einige Wörter zu meinem letzten Traum schreibe. Und heute war wieder so ein komischer Traum. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder stimmt mal hier oben ab. Träumt ihr viel? Ich träume super viel. Ich träume wirklich jede Nacht und erinnere mich meistens auch noch dran. Also man sagt sowieso, dass man jede Nacht träumt, aber sich nur nicht dran erinnert, aber ich erinnere mich immer dran. Und ich schreibe immer so komische Dinge. Ja, heute ist der 25. So, ich schreibe jetzt mal einige Wörter und einige Sätze auf, was ich geträumt habe. Und danach habe ich hier noch ein kleines Buch. Da steht zwar vorne drauf Poetry, aber ich schreibe da eigentlich keine Poesie rein, sondern schreibe da Affirmationen auf. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal kommt kurz mein Traumtagebuch. So, und jetzt habe ich hier noch mein kleines Affirmationsbuch. Also Affirmationen sind Sätze, sind Sprüche und Wörter, die man sich selbst sagt, um sie irgendwann zu glauben. Das heißt, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit sage, ich bin schön, jeden Morgen mit Selbstbewusstsein mir das ins Gesicht sage und aufschreibe und ja, das so praktiziere, merkt das mein Unterbewusstsein irgendwann und glaubt das sozusagen. Deswegen helfen Affirmationen so richtig gut, um sein Leben zu verbessern. Und man kann sich einfach jegliche Sätze aufschreiben, an die man glauben möchte. Ich habe jetzt hier auch immer so ein paar Sprüche und ein paar Affirmationen, die ich dann gerne aufschreibe. Das machen wir jetzt heute mal zusammen. Ich würde sagen, ich schreibe jetzt erstmal auf und danach lese ich euch die dann vor. Es könnte etwas länger dauern, falls ihr das nicht anhören wollt, dann könnt ihr hier unten hinklicken. Beziehungsweise an diese Zahl gehen und dann geht es dort weiter. Ich kann es euch ja vorlesen und vielleicht könnt ihr euch dann selbst so ein bisschen reinfühlen und auch diese Affirmation spüren und dann hat es gleich so einen Effekt auf uns beide. Also dann, ja, können wir sie beide fühlen. Also ich fange jetzt mal an. Es hat verschiedene Kategorien und erstmal ist die Kategorie generell Alltag, Tag, Mental Health und so weiter. Okay. Den heutigen Tag werde ich mit Ruhe und Gelassenheit erleben. Mein Körper ist entspannt, meine Gedanken sind entspannt und ich bin entspannt. Ich bin voller Vorfreude und freue mich auf all die schönen Dinge, die heute passieren werden. Ich sehe das Gute in mir und in allen Menschen, denen ich begegne. Ich nehme mich an, so wie ich bin, denn so wie ich bin, soll es sein. Ich fokussiere mich auf das Positive. Ich begegne mir selbst und allen anderen mit Respekt und einem offenen Herzen. Ich gebe Liebe und ich empfange Liebe. Und mit jedem Atemzug lasse ich meine Ängste los. Angst ist nur ein Gefühl, von dem ich mich nicht lenken lasse. Heute begegne ich Dingen, die ich nicht ändern kann, gelassen und geduldig. Ich wähle Glück, Dankbarkeit und Barmherzigkeit. Okay, die nächsten vier Sätze sind etwas spiritueller, aber ihr könnt sie immer trotzdem anhören und euch eventuell darauf einlassen, was kommt.
Ich vertraue dem Universum. Alles, was passiert, hat einen Zweck und passiert immer für mich. Meine Gedanken werden zur Realität. Und meine Gedanken kann ich steuern und deswegen meine Realität steuern. Gute Dinge sind auf dem Weg zu mir. Und die nächste Sache hat ein bisschen was mit YouTube zu tun und mit meiner Community, aber ihr könnt sie immer trotzdem anhören. Ich glaube an mich selbst und vertraue meinen Fähigkeiten, in allem, was ich tue, erfolgreich zu sein. Erfolgreich zu sein ist natürlich für mich. Meine Arbeit auf dieser Welt macht einen Unterschied und hat positiven Einfluss auf die Welt. Ich erreiche meine Ziele, indem ich meine Chancen erkenne und die Möglichkeiten nutze. Meine Community wächst jeden Tag. Ich kreiere Produkte und Content, die und der anderen Leuten hilft. Ich bin jeden Tag besser und helfe anderen Menschen, besser zu werden. Das sind Affirmationen, die ich mir morgens gerne sage und dann voller Tatendrang und Freude bin. Das wir dann heute auch geschafft. Ihr steht gerade in meinem Schrank, aber irgendwie passt es gerade voll. Und ich wollte euch nur zeigen, meine Schwester hat ja heute Geburtstag und deswegen habe ich hier ihr Geschenk. Also es ist jetzt irgendwie kurz vor 9 und wir wollen um 9 Uhr frühstücken und dann gebe ich auch das Geschenk. Und zwar schenke ich ihr ein T-Shirt und ein Parfüm, ein Parfum. Ansonsten habe ich dann nachher, oh, ihr seht mich gar nicht, habe ich nachher auch noch Musikunterricht in einer halben Stunde. Nee, ein bisschen länger noch. Okay, gut. Und ich mache momentan Time-Tracking und ich habe jetzt gerade Cleaning, also Aufräumen angehabt und habe es ausgemacht. Und momentan sieht meine Time-Tracking-Seite so aus. Also ich habe da halt so verschiedene Rubriken, wie zum Beispiel Schule. Und dann gehe ich halt auf Schule drauf und dann kommt da sowas wie halt Unterricht, Homework, also Hausaufgaben und Lernen. Und dann kann ich hier raufklicken, je nachdem, was ich gerade mache. Und dann stoppt es so die Zeit und am Ende kriege ich dann erstens so eine Übersicht, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und zweitens kann ich mir das auch angucken in einem Diagramm. Und dieses rote hier ist Schlafen. Also ja, ich habe die ganze Zeit geschlafen. Vielleicht sollte ich Schlafen nicht tracken, weil sonst kann ich die anderen Sachen nicht mehr so gut angucken. Das war alles, ja, auch sehr romantisch, leidenschaftlich, klassisch und vor allem halt romantisch, weil er auch in dieser Epoche eben war. Und seine Merkmale waren so ein bisschen, dass er sehr viel Klaviermusik geschrieben hat. Und da gab es zum Beispiel das Werk Kinderszenen oder Liederzyklen, zum Beispiel Dichterliebe oder Liederkreis. Also ich hatte gerade Musik- und Matheunterricht und habe jetzt gleich noch Deutsch. Aber ich habe kurz angefangen, meinen Vlog zu schneiden, beziehungsweise schon mal so in die Timeline zu ziehen, in mein Schnittprogramm. Und habe so den Grobschnitt gemacht und ich habe gemerkt, ich zeige es euch. Ich habe jetzt mittlerweile einfach schon 18 Minuten. 18 Minuten geht dieser Vlog schon, wie ihr es sehen könnt. Ja, das ist natürlich super viel. Und ich habe gerade mal gestern Abend und heute Morgen, jetzt ist es echt nah dran, gestern Abend und heute Morgen gefilmt und der Vlog ist schon so lang. Ich rede immer sehr viel, deswegen denke ich mal, dass dieser Vlog jetzt nicht noch bis morgen Abend gehen wird, sondern nur heute noch gelegentlich, damit ich euch nicht total zuspamme und einen dreistündigen Vlog gebe. Vielleicht gefällt es euch. Gefällt euch ein dreistündiger Vlog? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen so am Schneiden und oh nein, ich habe vergessen, mein Time zu tracken. No! Egal, dann mache ich jetzt einfach schneiden und lasse es kurz für eine halbe Stunde laufen, damit ich das zumindest drauf habe, weil ich habe jetzt für eine halbe Stunde vielleicht sogar ein bisschen länger geschnitten. By the way, liege ich jetzt im Bett und werde ein wenig lesen. Yeah! Also, könnt ihr mich sehen? Also ich war vorhin draußen und habe da auch noch eine Insta-Story aufgenommen. Hallo, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ich möchte mit euch heute mal eine Sache teilen. Eine Lauf-Mantra-Meditation. Ja, also diese Meditation habe ich gestern entdeckt in einem YouTube-Video. Und es geht so, dass du bei jedem Schritt, den du gehst, Danke sagst. Also du gehst Danke, 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 Danke. Und ich finde es eine richtig schöne Dankbarkeitsübung. Ich habe das in dem Video von einer YouTuberin namens Juli gesehen. Ich mag sie total gerne und ich verlinke sie euch mal hier unten. Dann könnt ihr auch mal ihr Video angucken. Und jetzt sitze ich hier auf meiner Yogamatte mit einem Glas. Das ist kein Glas, mit einer Flasche Wasser und
warte ich hier, bis es gleich 19 Uhr ist, da ich dann mit meiner besten Freundin zusammen ein Workout mache. Dann sind sie auch schon hier. Und ja, wollte noch kurz diesen Vlog aber beenden. Ich komme mal näher zu euch ran, das ist auch ein bisschen persönlicher, ne? Ich freue mich sehr, dass ihr hier zugeguckt habt. Und ich auch nicht, dass der Vlog so lang wird, aber jetzt ist es irgendwie doch sehr lang geworden. Aber gut, schreibt mir gerne irgendeinen Kommentar. Ich bin nicht mal im Fokus. Wow, warum bin ich nicht im Fokus? Ah, okay. Ja, danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch den besten Tag eures Lebens heute. Und ja, bleibt gesund, bleibt fröhlich und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Schaltet ein am Sonntag um 16 Uhr. Ich lade jeden Donnerstag und jeden Sonntag hoch. Also dann bis Sonntag. Habt einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zugucken.